Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medieval Dynasty. Ich bin's, der Onkel Bogi, und ich muss euch sagen, ich mache jetzt mal Real Talk, Leute. Passt mal auf. Wir haben heute den 30.04., das ist Samstag. Ich habe gerade 14.25 Uhr hier auf der Uhr stehen. Das heißt, wir sind hier brandaktuell. Ich wollte diese Folge eigentlich heute aufnehmen und morgen dann auch veröffentlichen. Jetzt ist die Sache, ich habe zwei Folgen am Stück aufgenommen und die waren mega cool gewesen. Ich habe dann so direkt gesagt, boah, ich habe voll Bock auf die Folge und so. Und ja, zwei Folgen. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Ich habe einen Upload gemacht von der einen Folge, wollte schon ein Thumbnail machen und habe zum Glück nochmal drauf geklickt. Und mein Ton war am Kruschbüllen gewesen, so. Und ich dachte mir nur so, oh nee, verdammt nochmal. Nochmal neu machen. Und ich habe zum Glück, weil man hat ja eine begrenzte Anzahl an Safe Games nur. Wir hatten Glück, oder ich hatte Glück, dass ich hingegangen bin und. Lass mal ganz kurz schauen, Karottensamen. Also ich mache jetzt, lass es nicht gerade die alte Folge laufen und vertone die nach, sondern ich spiele es jetzt einfach gerade nochmal. So, Karotten. Natürlich ist es natürlich gemein, weil ich will jetzt mal schauen, ob die Karotten. Flachs, Hafer. Ob die Karotten ausgebracht sind, weil nicht, dass wir sind nämlich hier, Leute. Dritter Tag, Winter, das heißt, wir haben jetzt bald Jahreswechsel und das wird dann ein bisschen problematisch beim Jahreswechsel, weil wir dann gegebenenfalls ein Feld nicht fertig gemacht haben. Das heißt, wir warten jetzt eigentlich drauf, dass Abend wird und gehen eine Runde pennen. Auf jeden Fall hatte ich in dieser Folge hier gesagt, so, oh, ich habe voll Bock drauf, die Folge gerade zu machen und so. Habe ich natürlich auch gehabt, aber wenn ich jetzt überlege, dass ich jetzt nochmal alles spielen darf, hat sich mein Bock so ein bisschen relativiert, ja. Und zwar, was hatte ich denn gemacht? Ich werde es einfach nochmal nachspielen und ich werde euch was erzählen. Das werde ich aber dann in der nächsten Folge erzählen. Ich habe so ein cooles Boogie-Talk-Thema, beziehungsweise will euch dann ein bisschen was dazu erzählen. Aber was ich jetzt hier geplant hatte, war, dass ich. Aber, oh, doch, es gibt was. Ein Gutes gibt es, glaube ich. Warte mal. Wenn ihr euch fragt, warum sammelt der jetzt Stöcke ein? Ich brauche Stöcke gleich. Ich brauche ganz viele Stöcke, weil ich einen Zaun bauen möchte. Kann ich euch schon mal vorab sagen. Oder hatte ich das schon vorab gesagt? Nee, ups, was habe ich denn da eingesammelt? War auch Stock? Okay. Ups. Passt mal auf. Und zwar hatte ich. Ah, das ist gut. Das ist echt gut. Ich hatte hier Wege gebaut. Ich hatte hier Wege gezogen und die Wege waren dann so, dass die hier neben in der. Die sind ins Feld reingegangen. Da habe ich schon gedacht gehabt, oh ey, das müsste ich nochmal neu machen, weil ich habe diesen Weg hier so hier eckig gezogen. Ich habe quasi hier den Anfangspunkt gesetzt und habe gedacht, so schräg hier hin. Ja, und dann ist es hingegangen. Das hat hier die Ecke vom Feld kaputt gemacht. Das hat hier die Ecke vom Feld kaputt gemacht. Das war zwar immer noch angepflanzt und so, aber ja, das war einfach kaputt. Es war kaputt. Es war kaputt gewesen. Und kaputt ist nicht gut. So, ich will jetzt ein bisschen näher an die Hauswand ran. So, warte mal. Von wo nach wo? Sollen wir das hier so als Platz hier vorne machen? Platzhirsch. So, machen wir Platz für den Onkel Bogi. Zeig mal, passt das so? So ist okay. Ja, das ist hier, ist meinetwegen mir recht, ja, auch hier. Aber hier, oh, hier, das geht dann, das war echt ein Problem, das war ein Problem. Ich kann, guck mal, was wir machen können, wir können sowas machen hier. Das ist okay, weil schaut mal, das geht hier unten drunter. Und das geht aber, wenn man das jetzt hier platziert, dann ist es oben drüber. Dann ist hier so, ja, diese Erde, wo irgendein Zeug drauf wächst und so. Und das ist voll scheiße, muss man ehrlich mal sagen, weil das will ich gar nicht haben so. So, aber was ich haben möchte, lassen wir das jetzt hier mit der Erde oder machen wir hier ebenfalls Weg? Wie ist es, wenn wir das einmal hier so durchmachen? Doch, können wir ruhig so machen, oder? Wobei, nee, lass mal, weil dann können wir vielleicht Möbel hinstellen, also Möbel, so Gartensachen hinstellen. Liegt hier noch ein Brett? Nee, das sieht so aus, gell, als ob hier ein Brett liegen würde. So, und da bin ich hin, ich habe hier ein bisschen Zaun gemacht, um das Feld einzugrenzen und habe in der einen Folge erstmal so ein Feld eingegrenzt. Und dabei ist mir dann, ich habe es abgebrochen und dachte mir, lasst uns mal diesen ganzen Hof hier eingrenzen. Und genau das werden wir tun. Und zwar Zäune, der fehlt noch, den kaufen wir. Mit dem Zaun werden wir das machen. Wie spät ist es? Können wir schlafen? Weil das Blöde ist halt, hier, man sieht den Boden nicht so gut. Wie habe ich das denn gemacht gehabt? Ich muss das jetzt nochmal ein bisschen rekonstruieren, das Ganze. Ich habe angefangen von der hinteren Ecke vom Feld, so quasi so ein bisschen nebendran. Und dann machen wir hier diesen Hof, dann haben wir die Bäume außerhalb davon. Das ist ganz geil. So, warte mal. Ich muss mal schauen.
Und das Coole war, nachdem ich diesen Zaun platziert habe, muss ja an dem Zaun auch gearbeitet werden. Und das Arbeiten an dem Zaun, da habe ich mir so richtig coole Sache gemacht, dass ich dann... Jetzt muss ich mal selber schauen. Wollen wir das abschrägen? Boah, wie war denn das? Das ist gemein. Ich weiß es gar nicht mehr, wie das jetzt war. Ey, unser Pferd steht da. Also hier auf jeden Fall ist der Eingang zum Hof. Das ist ja klar. Genau, dann machen wir hier Zaun. Oh, Entschuldigung. So machen wir das. Nee, so machen wir das nicht. So. Ich bin eigentlich durch den Stein durchgegangen. Hä, warum habe ich das eigentlich so gemacht gehabt? Ich weiß es gar nicht. Weil wir können das ja richtig schön einfach... Ah. Warum ist denn das so? Oh, so wäre es cooler, oder? Ich sag mal, im Sommer wird man es nicht mehr sehen. Ist das okay so? Ja, ey, guck mal, das ist... Ja, das ist so Pfennigfuchserei, ja? Was heißt Pfennigfuchserei? Also, ja, es muss nicht so exakt sein. Aber wir fassen das Ganze mal ein. Und wenn wir das eingefasst haben, dann werde ich euch in der nächsten Folge erzählen, was ich euch erzählen wollte. Beziehungsweise, was ich euch schon erzählt habe, ohne dass ihr es gehört habt. Das ist auch gut, ja? So, warte mal. Was ist das denn hier? Genau, Fäuste raus. Hau den Boden kaputt. Der hat's verdient. Dieser Boden hat's verdient. So, mal so geht's rum. Und der Schotterweg schließt daran an. Passt das? Warte mal. Nee, nee, nee. Warte mal. Das macht der Onkel Boogie nochmal neu. So, von hier aus starten wir. Und gehen jetzt mal hier hoch und schließen das Ganze bis hier so an. Ich glaube, das ist ein bisschen viel, ja? Warte mal, wir testen mal. Das ist okay so. Da haben wir hier neben so einen Streifen, neben dem Feld. Oh cool, da könnten wir eigentlich sogar hier auch noch einzäunen. Ist ganz geil. Und ich habe den Zaun noch in der Hand. Warte mal. Oh, Tiere haben kein Futter. Scheiße. Ja. Hast du Hunger? Wer ist denn hungrig? Verwaltung? Tiere? Die Schweine, was für eine Schweinerei. Wieso haben die Schweine nichts mehr zu fressen? Boah, stellt euch mal vor, wir hätten jetzt geschlafen bis zur nächsten Jahreszeit. Dann wären die ja gegebenenfalls ein paar Monate ohne Futter. So, 10. Und zwar, wenn ihr euch fragt, warum nimmst du denn direkt die 40 Tierfutter? Ja, ist ganz einfach, Leute. Wenn ich da 40 Tierfutter reinballer, dann haben die Schweine das ganze Futter. Und die restlichen Tiere haben dann gar keins, wenn dann aufgefüllt werden muss, weil... So, nam nam nam. Ihr seid eh am Schlafen. Weil die schnuppern sich so. Weil die schnuppern sich so gegenseitig am Fuß. Es ist so, wie manche Menschen schlafen müssen, indem sie so Körperkontakt zu anderen Menschen haben. Und bei Schweinen ist es so, die mögen es voll, den Käsfuß des anderen Schweins zu riechen. Aber die Frage ist natürlich, es ist ja, ist interessant, gell? Ich dachte eben gerade so, ey, sind ja wie Hände, die stinken ja nicht so dann. Aber warum sollte es einen Unterschied machen zwischen Vorderhuf und Hinterhuf? So, jetzt könnt ihr mal, jetzt kommt mein Chat ins Spiel, Leute. Jetzt könnt ihr mal in den Chat reinschreiben, habt ihr Schweine zu Hause? Und wenn ja... Wie ist es mit den Schweinen? Stinken die Füße vorne genauso wie hinten? Das ist die große Frage. So, der Brezzi ist am Schlafen. Der schläft mit offenen Augen. Ach du Scheiße, hat er die Augen offen. Schaut mal, der liegt da so. Oh, der tut jetzt so, als ob er den Papa gar nicht wahrnehmen kann. Aber er nimmt ihn wahr. Oder ist es einfach... Oh, ich habe das mal... Das ist eine geile Story. Ich habe das mal im Flugzeug gehabt. Ich habe mich... Im Flugzeug hat einer in der Reihe hinten dran geschlafen mit offenen Augen. Könnt ihr mit offenen Augen schlafen? Das würde ich jetzt mal gerne wissen. So, warte mal, Schatzi, ich brauche Steuern. Hallo Ehemann. Boah, das ist mies. Das ist anders beim. Und hallo, mein Sohn. Hallo Papa, ich muss weg, sei brav. Das letzte Mal, also in der letzten Folge, die ihr nicht gesehen habt, die ja leider vom Ton halt kaputt war, da haben die mir jetzt was zu essen gegeben. Ja. Und. Hä? Wie ist es denn da zwei? Achso, okay. Und es war so, dass hier zwar drei Quests waren und ein Deniker und Gustrovia hatte. Jetzt mal ohne Scheiß. Ist das, haben wir nicht das Steuerquest? Doch, Steuern zahlen. 9400, Leute. Das ist heavy, sage ich euch. 9,4 ist eine teure Angelegenheit auf jeden Fall. So, guck mal, jetzt geht dieser Weg hier lang. Das passt soweit. Und jetzt sehen wir hier ein bisschen. Ja, wobei, ganz ehrlich, man hat, glaube ich, ein bisschen deutlich mehr. Habe ich jetzt den richtigen Zaun ausgewählt? Ich habe gar nichts ausgewählt eben, oder? Das hat er automatisch gemacht.
So, wo fängt das Ding hier an? So. Bis ans Feld ran. Und vom Feld an. Ich habe das richtig geil gemacht hier, um diese Plantagen so einzuzäunen. Was ist das denn hier? So, ohne Mist, Leute. Ich sehe nicht so richtig. Doch hier sind, da gehen die Bäume lang. So, warte mal. Wäre im Winter vielleicht doch besser gewesen. War doch cool, oder? Schaut mal. Ist nicht schlecht, oder? Wie findet ihr das? Ah. Ich hatte überlegt, wir machen es, das weiß ich jetzt noch nicht, ich mache es mal bis hierhin nur, weil ich hatte überlegt gehabt, wenn wir hier Pflaumenbäume, wenn wir hingehen und vielleicht 4 davon möchten, bevor wir ein neues Feld nebendran machen und es als extra Feld zählt, reißen wir das hier ab. Wir können aber leider, glaube ich, man kann die Pflanzen da nicht rausziehen. Das heißt, wir müssten gucken, dass wir Setzlinge bekommen. So, und dann habe ich was richtig Geiles gemacht hier. Ich habe gedacht gehabt, hier, wenn das schon so, hier können wir ja kein Feld vorne dran hin machen. Passt mal auf, wir bauen jetzt was richtig Geiles. Und zwar gehen wir hin und sagen Handelsgüter, Marktstand. Guck mal, das ist geil, oder? Dann gehen wir hin und machen hier so einen Markt hin. Und der handelt dann quasi mit unseren Sachen hier vom Hof. Passt das alles soweit? Sieht gut aus. Sieht ebenfalls gut aus. Sieht es gut aus? Doch, das ist okay. Wird keiner hinten dran so stecken, oder? Stecken. Feststucken. Ich stuck mal fest, Alter. Auf der Seite stimmt's. Von der Seite hier? Ist okay, oder? Boah, eigentlich muss ein bisschen gedreht werden. Warte mal. Zerstör mir den Markt. Das ist cool, das ist neu, gell, dass man jetzt ein Fundament runterbauen muss. Finde ich ganz cool, weil dann geht nicht jedes Mal das Holz verloren. So, warte mal. Nee. So muss es jetzt sein, oder? Dann steht es von dem anderen Zaun ab. So. Wie sieht es denn jetzt aus? Jetzt ist es hier. Ja, so ist besser. Ist okay so. Das ist ja... Hä? Ach so, ich dachte eben gerade, das ist Zaun. Ich dachte so, hä, was ist das, ja? Okay, das passt soweit. Wie sieht es denn aus mit dem Zaun? Hier geht der Zaun dahin. Jetzt müssen wir noch gucken, dass wir den Zaun nach da hinten weiterkriegen. Und dann brauche ich ganz viel Stöcke dafür. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Bevor ich jetzt hier so einen Knick reinmache, ziehen wir den Zaun von hier aus so quer. Das Feld könnte man hier nochmal verlängern. Das weiß ich noch nicht. Aber wir werden hingehen. Das muss außerhalb der Bäume sein. Warte mal. Und ich kann euch jetzt schon mal erzählen, dass wir in der nächsten Folge, werde ich euch davon erzählen, Gerichtstermine. Also, haha, jetzt muss ich dazu sagen, direkt, wenn ihr jetzt sagt, so, oh, Gerichtstermine, ich wusste schon immer, der Bogi ist ein ganz schlimmer Finger, großer Verbrecher und so. Nein, ich bin Schöffe. Ist es gut, wenn das hier so offen an der Ecke ist? Ist okay, oder? Falls ihr Schöffen nicht kennt, ich bin ehrenamtlicher Richter. Hohoho, Richter gnadenlos. Richter Bogi. Da kann ich euch mal von erzählen, weil das ist super spannend. Warte mal, gerade hier bis zur Pflanze. Und von der Pflanze darüber passt das eher nicht so, gell? Eher so. Wollen wir das so machen? Wenn wir jetzt von hier aus das Ganze wieder connecten. Guck mal, hier komme ich näher ran mit dem Zaun. Aber das ist alles nicht so 100%. So. War cool. So habe ich mir das vorgestellt. Wir müssen nur gucken, dass die Leute hier innen drin halt noch laufen können. Und wenn dieses Feld hier, was ist denn das? Das ist ja unser Roggenfeld. Und der Roggen ist ja sogar gewachsen. Cool, ja? Wenn der fertig ist. Nee, das geht nicht, oder? Kann man das Roggenfeld um ein Feld noch erweitern nachneben? Würde das gehen? Landwirtschaft. Plantage? Pass mal auf. Ach doch, das geht. Guck mal. Wir könnten es 2 Felder breiter machen. Das Roggenfeld ist ja... Könnte ein bisschen größer sein, oder? Boah, da muss ich aber auf jeden Fall safen vorher. Das ist mir zu riskant, das Ganze. Ich hätte auch hier noch so einen kleinen Zaun, um das Roggenfeld abzugrenzen. Das war ganz cool auf jeden Fall. Was machen die hier? Zwiebeln? Wir müssen gucken, dass wir auf jeden Fall genug Ressourcen haben. Ich kann euch jetzt schon sagen, ich brauche, um das hier zu machen, mehr Holz, als mir lieb ist. Weil wir haben nicht genug Holz. Wir können ja schon mal hingehen, ein bisschen Holz sammeln. Und ich spoilere euch schon mal ein bisschen. Ja, wir können hingehen. Pass auf, der Plan. Ist ja ein neues Jahr und so, gell? Wir gehen hin an Tag 2 vielleicht.
mal die Quests abklabustern, um zu schauen, was so bleibt. Ah, durch den Jahreswechsel, durch das ganze Jahreswechsel, wenn wir die Straße lang reiten, habe ich auch noch die... Oh, warte mal. Habe ich so die Hoffnung, dass wir Folgendes finden, weitere umgekippte Wagen und sowas, weil wir müssen natürlich gucken, die Steuer und so weiter, das ist natürlich alles extrem hoch. Haben wir ein Quest hier im Dorf? Okay, haben wir. Mal schauen, wer will denn was? Es ist auf jeden Fall immer anders anscheinend, wenn man ein Safe Game lädt, dann können die Quests sich auf jeden Fall unterscheiden. So, wie weit muss ich denn noch gehen? Aha, ist es die Dame, die da am Bier, Weinkrüge für uns herstellt? Nee. Hä, wer ist denn? Ach, guck mal an. Good day, Mister. Ach, der Junge will was. Was willst du denn? Etwas fragen. Was denn? Ich wollte es tun, als ob ich erwachsen wäre. Ja, ja, klar, komm. Vielleicht etwas helfen. Meine Freunde, Gutes würde ich jetzt... Ja, ich bringe dir, was du willst. Aber du musst das jetzt... Du musst dein Versprechen halten. Das ist wichtig. Was will er denn? Genau wie Papa? Eine Steinaxt. Ey, jetzt mal ohne Scheiß, Junge. Pass mal auf. Haben wir die Möglichkeit? Stöcke hätten wir, zwei Steine fehlen. Warte mal. Bleib doch mal hier, Junge. Du willst eine Steinaxt wie Papa. Papa hat bestimmt keine Steinaxt, sondern Papa wird mit einer richtigen Axt unterwegs sein. Bleib doch stehen. Rasi. Rasi. Hier, bitteschön. Denke an deine Worte. Sei wie Papa und immer schönartig. So. Ich brauche Platz im Inventar, weil ich muss Stöcke tragen. Und ich bin ja wieder immer überladen. Das kennen wir ja, das ist leidliche Thema. Das leidliche Thema. Bronzehammer, den brauchen wir auch. Wir müssen mit dem Eisenhammer noch arbeiten. Das passt alles. Gebratenes Fleisch. Essen brauchen wir gerade nicht. Ein Kupferhammer haben wir noch. Oh, der Käse und so. Das müssen wir verkaufen, bevor es schlecht wird. Wird es schon von Tageswechsel auch schlecht oder wird es nur zu Jahreszeitenwechsel schlecht? Das weiß ich gar nicht. So, pass mal auf. Pelze. 3 Kilo. Ja, ja. Rekaufbogen behalten wir, Stöcke behalten wir auf jeden Fall auch. Ein Säckchen tun wir hier rein, brauchen die für die Feldarbeit sowieso. Wollstoff, Volgan, Amalgamfüllung. Oh, kennt ihr noch Amalgamfüllung, wo einem das schwarze Pestzeug da in die Zähne reingemacht wurde? Das war echt hart gewesen. Amalgam war schon nicht so angenehm auf jeden Fall. Vor allem mit Quecksilber drin, gell? Da war, glaube ich, eine gewisse Quecksilberbasis drin. Das war schon echt Scheißkram. Gibt es heute überhaupt noch, wenn man irgendwie eine billige Füllung will, kriegt man da Amalgam noch nicht? Ich glaube, es ist verboten, oder? Es wird dunkel? Hä? Einfach nur, weil das Wetter scheiße ist. Okay, Holz brauche ich. Warte mal. Wie viel Platz habe ich denn im Inventar? Boah, ich kann richtig viel tragen. Wie viele Stöcke haben wir denn? Boah, 19 Kilo. Passt aber. Hier, wir können noch 30 Kilo tragen. Und jetzt schnappen wir uns mal hier sowas vor allem. Diese Zweige. Ja. Ja, und dann in der nächsten Folge werde ich euch schön erzählen, wie ich Schöffe wurde und was man als Schöffe so machen muss und wie das Ganze so vom Ablauf ist und was ich da so erlebt habe. Natürlich werde ich euch nicht zu sehr im Detail erzählen, weil es sind ja gut laufende Verfahren, sind es nicht, weil die Verfahren alle abgearbeitet sind. Aber ich kann euch ja mal so erzählen, so ein paar Sachen, die halt so, na, was das offiziell sind, müsst ihr euch so sehen. Gerichtsverhandlungen sind in der Regel öffentlich. Das bedeutet, dass ihr hingehen könnt, als Zuschauer oder als Privatperson könnt ihr diesen Gerichtsverhandlungen beiwohnen. Das heißt, ihr könntet zu eurem lokalen Gericht oder halt in der Großstadt oder sowas gehen. Und oh, was krass für viele von den kleinen Bäumchen hier. Was mies war, ich hatte in der einen Folge hier, ich hatte eine Schatztruhe gefunden hier irgendwo in der Nähe. Ich glaube aber nicht, dass die jetzt da ist. Ich glaube, das wird einfach durch den Jahreswechsel spawnen, wird die nicht mehr da sein. Wir können mal schauen, ob die da ist. Ich weiß noch ungefähr, wo die war. Die war, als ich aus dem Dorf raus bin, hier in dem Bereich. Ich setze da mal einen Marker, dass ich da mal hinlaufe. Wäre cool, wenn wir die finden würden. Die hatte dieses Mal, was hat die denn drin gehabt? Die hat irgendwas Cooles drin gehabt, auf jeden Fall. Also 100 Münzen und da ist noch immer ein anderer Gegenstand drin. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Naja, auf jeden Fall könnt ihr halt, wenn ihr mal Lust habt, an so einer Gerichtsverhandlung teilzunehmen, könnt ihr das machen. Ihr könnt einfach dann beim Gericht vorbeigehen und schauen, was läuft denn, wie im Kino, ja, und könnt dann da reingehen und sagen, oh ja, ich würde Jagdgebiet eigentlich, könnt dann da sagen, okay, ich würde mal gerne teilnehmen. Also, ihr könnt natürlich nichts sagen im Gericht oder so, ihr sitzt da einfach und
könnt dann halt anschauen, wie die Zeugen reinkommen, was die dann so sagen und so. Ich weiß gar nicht, wie es ist. Wir waren früher mal mit der Schule bei Gericht und haben mal eine Gerichtsverhandlung. War das Arbeitsrecht oder so? Ich weiß das gar nicht mehr. Aber ich weiß noch, dass wir mit der Schule mal bei so einer Gerichtsverhandlung waren. Und es war halt... Wo ist denn das Dorf? Schatztruhe ist nicht da. Ich dachte, der ist ja tot. Schade, wo ist denn... Wo war... Warte mal. Es war hier irgendwie... Ich habe so ein Elch gesehen. Ich glaube, mich knutscht ein Elch. Und da war dann die Kiste gewesen. War das hier in der Nähe? Ja, wahrscheinlich ist die auch gar nicht da jetzt. Aber ganz ehrlich, wir müssen Steuern zahlen. Ich würde es cool finden, wenn die Schatzkiste wieder hier wäre. Weil ein bisschen Geld, so 100 Münzen oder so. War auch... Ist auch geil, gell? Man geiert nach diesen 100 Münzen. Es ist ja eigentlich lachhaft wenig, weil wenn wir hingehen, wir haben Handelsgüter dabei und verkaufen die, dann haben wir ja in der Regel ja deutlich mehr als 100 Münzen gemacht mit. Also von daher passt das schon. Den Stein will ich gar nicht aufheben, ist zu schwer. Ich will nur Stöcke. 400 Stöcke, die werden wir verarbeiten. Wir werden aber dadurch gut Produktionstechnik machen. Da werden wir uns dann mal den Wert der Produktionstechnik aufschreiben. Ist keiner? Um zu schauen, wie viel Produktionstechnik wir da eigentlich raushauen. Ich habe mir noch trotzdem die Hoffnung, eine Schatztruhe zu finden. Nachdem wir mit unserem Sohn letztens eine Schatztruhe gefunden haben, bin ich jetzt voll geil auf Schatztruhen. Geil auf Schatztruhen. Wo sind die? Hasen sind hier. Ich habe das Hirschgebiet schon wieder verlassen. Die ist wahrscheinlich gar nicht da. Ah ja, ist halt so. So, das Folgenende, Leute. 20 Minuten. Dann lasst uns mal zurücklaufen. Beziehungsweise wird es jetzt diesen blöden, regnerischen Tag haben. Aber das wird cool auf jeden Fall. Dann erzähle ich euch nämlich von den Verhandlungen. Das wird spannend. Naja, doch, wird spannend. Können wir damit anfangen zu erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass der Onkel Bogi Schöffer geworden ist. Und ob das gut ist, ob das schlecht ist, ob man da Angst hat, ob das spannend ist. All dies werdet ihr erfahren. Und zwar in der nächsten Folge. Von daher sage ich jetzt mal vielen lieben Dank fürs Einschalten, meine Lieben. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir bei Regen. Aber wie ist denn das eigentlich, wenn ich safe und aus dem Spiel rausgehe und wieder reingehe, ist der Regen dann weg? Oder regnet es dann immer noch? Ich will eigentlich keinen Regen haben. So regnerisches Wetter ist voll scheiße. Habe ich gar keinen Bock drauf. Also, wir treffen uns. Wir treffen uns drüben am Bauzaun. Am Bauzaun. Am Zaun, wo wir noch bauen wollen. So rum, glaube ich, eher. Und jo. Bis gleich. Oh, halt. Nein, nicht bis gleich. Schaut mal. Hä? Ist der vom letzten Jahr oder was? Das kann... Stein? Oh, hier ist gar nichts drin in dem Wagen. Ah, die kommen doch von neu bestimmt von... Hä? Das wundert mich jetzt gerade. Hier liegt hier echt nichts. Mal reinkrabbeln. Liegt hier nicht irgendwie versteckt so 10.000 Münzen oder so? Ach, schade. Ja, über die Münzen hätte ich mich gefreut. Oder auch über andere Sachen. Eisenwerkzeuge und all diese schönen Sachen, die das Leben schöner machen. Hinein ins Weekend Feeling. Aber wir wollten noch in die nächste Folge, Leute. Lasst euch nicht so ablenken. Lasst mich nicht so ablenken. Ich lasse mich nicht so ablenken. Hinten ist der Zaun. Da wollen wir hin. Also bis gleich. Dankeschön. Ciao.